So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt. Andreas Bühl steht neben mir. Wir berichten aus dem Thüringer Landtag von der aktuellen April-Sitzung, der vorletzten eigentlich nominell. Es wird aber eine weitere Sitzung geben. Ja, und nach der eigentlich letzten, egal. Es ist eine der letzten Sitzungen. Es ist die April-Sitzung im Thüringer Landtag. Was sind aus Ihrer Sicht, aus Sicht der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, aus Ihrer Sicht als parlamentarischer Geschäftsführer die Ergebnisse? Das Thema, was natürlich über allem steht, das ist die Änderung der Verfassung. Das ist das höchste Gesetz, die Grundlage allen gemeinsamen Handels, was wir hier im Freistaat haben. Das fasst man nicht jeden Tag an. Das ist zum ersten Mal, seitdem die Verfassung den Bürgern vor über 30 Jahren zur Abstimmung gestellt wurde. Hier wurde jetzt eine Aktualisierung vorgenommen, eine Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen. Wir haben die Konnexität verankert, also dass bezahlt wird, was zum Schluss bestellt wird. Das ist für die Kommunen eigentlich ein Selbstverständnis, aber wird leider so nicht gelebt in Thüringen. Wir sind eins von wenigen Bundesländern, 13 Bundesländer haben das schon, die das noch nicht haben. Das ist wirklich ein Meilenstein für die Beziehung zwischen Kommunen und zwischen auch dem Land. Das ist ein Punkt. Wir haben das Ehrenamt als Thema in diesem Gesetz oder der Verfassung festgelegt, was, glaube ich, für viele auch wichtig ist, auch wenn wir das nur als ersten Schritt sehen, weil zum Schluss muss das Ganze mit einem Ausführungsgesetz auch untersetzt werden, weil ein Staatsziel, das ist natürlich erstmal ein Versprechen, aber da ist ja noch nichts Konkretes dahinter, muss man so ehrlich sagen. Von daher sehen wir auch das Ehrenamtsgesetz als ganz wichtigen Punkt. Und wir haben uns zum Beispiel auch zum Thema behinderte Menschen und auch zur Altersdiskriminierung festgelegt, zum Europabezug. Also schon eine Anpassung, die nicht selbstverständlich ist. Es war ein langer Prozess und zum Schluss gab es eine Zweidrittelmehrheit. Auch das ist in einem Landtag, der keine klaren Mehrheiten hat, nichts Selbstverständliches. Und damit hat der Landtag, glaube ich, gezeigt, dass bei allen Schwierigkeiten, die aktuell bestehen, man trotzdem handlungsfähig bei wesentlichen Punkten ist. Das war eins der wesentlichen Punkte für uns. Was wäre noch zu erwähnen aus Ihrer Sicht? Dann haben wir das Landesplanungsgesetz. Das ist für mich ein inhaltlich ganz wesentlicher Punkt, weil es mich auch persönlich in Ilmenau und Umgebung betrifft. Wir haben ja den Regionalplan Mittelthüringen mit der Windkraft. Der ist ja aktuell ausgelegt. Der wurde ja beklagt im Dezember, nicht mehr gültig. Das führt aktuell dazu, dass es überall in Mittelthüringen massiv viele Anträge gibt, Windkraftanlagen zu errichten außerhalb der Regionalplanung. Die müssten aktuell nach dem Rechtsstand, der vor der Entscheidung, die wir getroffen haben, gegolten hat, würde es bedeuten, dass man überall Windkraft genehmigen kann, wenn es keinen Regionalplan gibt. Und das halten wir nicht für richtig, weil wir nicht wollen, dass es ungesteuert überall Windkraftaufwuchs gibt, wo dann natürlich auch die Bürger nicht mitgenommen werden. Und diese Lücke haben wir mit dem Gesetz beschlossen, mit der Regionalplanung, dass jetzt zuerst eine Regionalplanung vorliegen muss und dann können erst wieder Windräder dort genehmigt werden. Das ist, glaube ich, für viele, die gerade auch sich in Bürgerinitiativen zusammensetzen, die große Sorge davor haben, wird hier was an ihnen vorbeigemacht, ist das eine wirklich wichtige Sache. Das war ein Punkt, der uns wichtig war. Und wir haben eine Aktuelle Stunde gehabt zum Thema Apotheken. Apotheken sterben, medizinische Versorgung. Auch das ist was, was viele wirklich umtreibt. Ich habe das im persönlichen Umfeld, Leute, die ihre Diabetes-Medikamente nicht bekommen, die sich das in verschiedenen Apotheken zusammenholen müssen. Da ist im Bundesrat eine Abstimmung heute zur Frage der medizinischen Versorgung, also jetzt am Freitag des Plenums, wo wir erwarten, dass Thüringen da auch zustimmen muss. Leider hat sich die Landesregierung nicht bekundet, ob sie der Initiative von, ich glaube, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern beispringt, um dort auch eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Wir müssen mit den Apotheken und aber auch mit der medizinischen, mit der Medikamentenversorgung ein Stück vorankommen, weil das für uns auch gerade im ländlichen Thüringen ganz wesentlich ist. Ein Thema am Rande des Plenums, nein, nicht nur am Rande, sondern ein gewichtiges Thema war, inklusive der Regierungserklärung, der Thüringen-Monitor. Wie fällt denn die Sicht der Fraktion der CDU darauf aus, auf die Ergebnisse? Tja, also erstmal fand ich bemerkenswert, dass Bodo Ramelow nicht selbst gesprochen hat. Das ist der Ministerpräsident. Wir stehen kurz vor einer Landtagswahl. Man hätte erwarten können, der Thüringen-Monitor ist ja auch ein Blick auf die Stimmungslage der Thüringer, dass er was dazu sagt, wie er sich das Land in Zukunft vorstellt, was seine Ideen sind. Das gab es nicht. Stattdessen gab es eine vorlesungsartige Rede von Minister Hoff, der im Grunde doziert hat, wie der aktuelle Stand ist. Aber ich habe keine wirklichen Ausblicke von ihm vernommen, wie man in Zukunft die Menschen auch wieder von Politik überzeugen will. Und das muss man sich ja ehrlich ins Stammbuch schreiben. Da sind viele aktuell durch die Entscheidung auf Bundesebene, aber auch durch die Landesregierung eher verunsichert. Und an diese Menschen müssen wir wieder rankommen. Wir müssen ihnen auch zeigen, dass wir für Thüringen die richtigen Ideen haben. Das haben wir, hat Mario Vogt in seiner Rede, glaube ich, sehr gut deutlich gemacht. Und darüber hinaus, es ist jetzt
nicht die vorletzte, aber die drittletzte Sitzung. Es gibt noch zwei, wie sich herausgestellt hat. Und es gibt jede Menge zu tun. Was muss denn der Landtag aus Sicht der CDU-Fraktion noch schaffen? Also ich habe mir gestern erstmal die große Liste angeschaut. Die sind wir mal einzeln durchgegangen, was für Themen da noch draufstehen. Und die ist ja wirklich ziemlich, ziemlich lang. Also für uns ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, was noch kommen muss, dieses Ehrenamtsgesetz. Weil viele Menschen im Land darauf warten, dass jetzt nicht nur ein Staatsziel festgelegt ist, sondern zum Schluss auch gesagt wird, was gibt es denn konkret? Wir werden uns aber auch mit der Frage Kindergarten noch beschäftigen müssen. Das ist ja auch gerade in der Diskussion, die Finanzierung von Kindergarten. Viele Erzieher, die gerade in Sorge sind, aufgrund der zurückgehenden Kinderzahlen, wäre ich überhaupt noch gebraucht? Das ist, finde ich, eine Sorge, da muss Politik auch was zu entgegnen. Und darüber hinaus haben wir auch noch eine ganze Reihe von anderen Gesetzen drin. Wir haben zum Beispiel noch das Ministergesetz, dass wir festlegen, dass in Thüringen, wer Minister wird, auch zumindest einen Abschluss haben sollte. Und auch in dieser ganzen Frage mit Thüringen-Monitor, wo die Leute verunsichert sind und auch verärgert sind über Politik, auch bedingt durch die Postenaffäre von Rot-Rot-Grün, wo Leute eingestellt worden sind, die überhaupt keine Befähigung dafür hatten, wäre auch das, finde ich, nochmal ein wichtiges Zeichen vor einer Wahl zu setzen. Das geht so nicht weiter in Thüringen. Es braucht befähigtes Personal und die zukünftige Landesregierung wird sich auch daran halten. Andreas Bühl, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gerne.